Fast 42 Millionen Menschen sind in Deutschland erwerbstätig, so viele wie noch nie. Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten erleben bereits den Wandel durch Digitalisierung an ihrem Arbeitsplatz. Virtuelle, reale und digitale Räume verschwimmen. Es betrifft fast die gesamte Arbeitswelt, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, was und wie wir wo produzieren. Die Welt hat sich durch die Digitalisierung verändert. Besonders die jüngere Generation sieht viele Vorteile. Und ist sich auch der Nachteile bewusst. Es gibt viele Bereiche, wo ich sage, das ist auf jeden Fall positiv. Es bringt einen weiter, es vereinfacht vieles. Natürlich auch viel mehr Transparenz, aber dagegen werden bringt nichts. In der Schule ist es teilweise echt gut zum Informationen sammeln, für die Schüler zum Recherchieren, alles, das finde ich echt gut. Einerseits sehr gut, vieles ist schneller zu erledigen, aber andererseits auch stressiger, weil die permanente Erreichbarkeit dann auch in der Freizeit schon anstrengend sein kann. Die Digitalisierung erleichtert vor allem die Kommunikation im Berufsleben, sie steigert die Produktivität. Die positive Einstellung ihr gegenüber überwiegt, aber es gibt auch die Nachteile der Digitalisierung. Die ständige Erreichbarkeit wird häufig als negativ empfunden, der Berufsalltag als stressiger. Die Digitalisierung hat nicht die Flexibilität für die Arbeit geschaffen, die sie hätte schaffen können. Insgesamt betrachtet sind die Deutschen zufrieden mit ihrer Arbeit, egal ob Generation Y oder Generation X oder die Generation der Babyboomer. Was zufrieden macht, ist eine Arbeit, die ganz erfüllt. Die eigene Leistung soll anerkannt werden und das Verhältnis zum Vorgesetzten gut sein. Die jungen Menschen der Generation Y sind umso zufriedener mit ihrer Arbeit, je mehr eigene Ideen sie verwirklichen können.